schöne Geschichten. Wir haben dann in der Eisenzeit, und dadurch ist dann auch diese alten Weiche vermutlich aufgelöst worden, die dann auf Bronze und so weiter arbeiten, die weniger Temperaturen brauchen. Man musste sich organisieren, und, um Eisen zu verhüten. Wenn man das konnte, dann dann könnte man Eisen machen, stark. So, das haben die Leute im Wald gemacht. Und damit haben die Bayern das überall machen können. Wenn die viel mehr Eisen gibt als Bronze, haben diese alten Weiche das nicht unter Kontrolle gekriegt. Dann sind das tribale Ordnungen, normale Strukturen von smarten Leuten, die einfach Eisen machen. Und das sogar leistungsfähiger ist als das andere. Eisen machen mit härter, das ist härter, als wenn man das kann, ist man sehr mächtig. Und da das so universell verfügbar war, in einfacher Geschichte, sehr einfachen Geschichten, nennt man das Eisenzeit. Und das hat dann diese alten Reiche zerlegt, weil die nicht Kontrolle über dieses Erz bekommen haben. Ähnlich ist das in der Renaissance, da haben wir Schwerter und so weiter. In der Renaissance ist das dann so, dass es auf einmal Direktive, also Pistolen gibt, ne? und Gewehre und Kanonen. Das heißt, die haben auch nichts gemacht. Also musste diese Dinge maschinisch überformen, und das Schlüsselelement ist wieder Feuer. Und das ist jetzt nicht das Eisen, sondern das Bewegung von dem Eisen, die mächtig wird. Und die wieder nicht unter Kontrolle gebracht wird. Weil das jetzt die Städte machen und nicht die, die hergebrachten Strukturen. Und was ich denke, ist, dass heute mit der Energie und dem Feuer, das ist jetzt, was wir haben, mit der Elektrizität und der Computer, ist über die Sonne, ist wieder eine andere Form, mit der wir dieses metallische ans, jetzt in dem Fall der Computer ans Leben. Also nicht in Bewegung, sondern ans Leben. Quasi lebendig machen. Es geht wieder in einer Form von, mit der Basisform von Energie. Wir holen die nicht aus der Erde und aus der Kohle, um Feuer zu machen und Waffen zu machen. Wir holen jetzt aus der Sonne über den Strom in unsere Apparate, laden die so auf. Das sind immer diese drei Stufen. Aber das sind freie, einfache, vielleicht zu plakative Geschichten. So, lassen Sie mal gucken, ob wir jetzt zurechtkommen. So, und dann würde ich jetzt sagen, das kriegen Sie schwer zu lesen, aber in der präzisen Denkweise auf vor allen Dingen Foucault und Vögeli gedacht, mit einer, Mathematik gedacht, die in Symmetrien denkt, entlang der Kategorientheorie, die aus meiner Lesart das 20. Jahrhundert bestimmt. Wenn man das anwendet, dann kommt man zu solchen Symmetrien. Und ich würde jetzt sagen, dass es mit den ganzen Zahlen, mit dem Eisen, um eine Welt in den Raum geht, ist das, was wir in der Antike kennen. Da geht es darum, dass man den Raum in der Geometrie von den Dingen abzieht. In der Renaissance zieht man die Zeit von den Dingen ab. Also jede Zeichnung ist immer eine Bewegung. Das hatte ich dann auch letztes Mal erzählt, dass das nur Spuren sind. Und lassen Sie das hier. Und ich würde dann in dieser Reihe sagen, heute mit der Computerei geht es, zieht man das, was wir lebendig nennen und so weiter von den Dingen ab und kriegen das jetzt in die Maschine rein. Und immer stellt sich die Frage, was ist der Mensch dann, wenn das so ist? Wie heute jetzt die Frage, was ist eine maschinelle Intelligenz, was macht ein Computer, was zeichnet uns im Kontrast dazu aus und
alle Zeiten lernen. Und in der Architektur, denke ich, ist das so, dass man, wie ich das erzählt habe, dass man die alten Geister oder Mythen, Mythologien als Bilder auf die Wände packt, als Kreise, als Kreisförmige, die man sehen kann. Und dann werden die da hingepackt. Und dann, das ist das, was wir heute mit maschineller Intelligenz angucken. Das sind die Bilder an der Wand. Das ist die Orthografie, klassische Orthografie bei Vitruvius und Alberti. Und das, was sie dann in der Mitte am freien Platz bekommen, das ist menschliche Intelligenz mit Engineer, einer neuen Geometrie sortieren. Das heißt, sie müssen in dieser Sprache, immer wenn sie nur in diesen Symmetrien denken, quasi das Zeitliche, die Zeit an die Wand, also alles, was wir kennen an Ursachen, Wirkungen, an Geschichten, die wir erklären und so weiter, all die ganzen Logiken, die wir kennen, das, was wir maschinell-intelligenztechnisch können, müssen wir eigentlich auf der Wand oder als Säule tot dahinstellen, wir müssen es töten, um Platz zu haben für einen intelligenten Menschen, der sich im lebendigen bewegt. Und dann glaube ich, ist das, was wir als grüne Bewegung haben, was wir als Recycling haben, alle diese Figuren, das sind Symptome für diese Form von Bewegung, die wir symmetrisch in anderen Zeiten auch kennen. So, das, was, und auch das nur wieder eine Rekapitulation, das, was das Schreiben und Sprechen in diesem neuen freien Raum jeweils ausmacht, das ist das phonetische Alphabet. Das phonetische Alphabet hat die Reiche wahnsinnig gemacht. Weil die Leute, die im Ton waren, das Reden der Priester einfach aufschreiben und widersprechen konnten, selbst in einer fremden Sprache, weil es phonetisch gesprochen wurde. Und das Griechische, das hatte ich auch schon erzählt, ist keine natürliche Sprache. Es ist eine Erfindung wie Code. Und jemand, der Griechisch kodieren oder sprechen konnte, war ein Grieche. Egal welcher Code. Wenn er Griechisch sprechen, kodieren konnte, war er Grieche. Das hat die alten Reiche wahnsinnig gemacht. Man hat keine Chance, das zu kontrollieren, was und worüber die reden. Weil die alten Reiche in der echten Sprache kommunizieren mit den Priestern, sich darauf verlassen haben, dass das richtig ist. Und nicht die vielen Fakes, die einfach so passieren. So, eine ähnliche Rolle hat die perspektivische Zeichnung gespielt. Das müssen Sie sich auch vorstellen. Da gibt es diese alten Bauwürden, diese guten Notarischen Handwerker in der Gotik, die diese fantastischen Fassaden bauen und so weiter. Und da muss man lebenslang sitzen und dann gibt es diese Handwerker, die Zünfte und all die ganzen Systeme, wenn sowas geht. Niemand zeigt, also die Zeit ein bisschen aufrüstet, aber es gibt keine systematischen Pläne und so weiter, sondern etwas, was man lernt, lebenslang, indem man es tut. Da kommen diese verstopften Tücken daher, lernen zeichnen, fahren nach Rom und nach Griechenland, zeichnen die alten Tempel ab, kommen zurück und verkaufen Häuser, die teurer und mehr Aufmerksamkeit bekommen und so weiter mit den anderen reichen Leuten, ohne hier irgendwas gekauft zu haben. Irgendwelche Fake-Geschichten. Oder machen die Geschichte nur in der Architektur. Die alten Leute sind wahnsinnig geworden. Und wenn die angefangen haben zu schimpfen, dass man das so und so machen, das lernen müssen, dann zeichnen
schön jetzt mit dem, dass der das auch als Herausforderung. Das frage ich sehr. Mal gucken, was da jetzt mit rauskommt. Gut. Jetzt haben wir viel Zeit verloren. Gehen wir mal in hier mit der Liz. Sagen wir mal, was 0 und 1 ist. Und es gibt ja, das wollte ich heute erzählen, in diesem Kontext, was heißt denn das jetzt zu kodieren? Sie sehen jetzt, und das wollen wir einfach nochmal wieder zelebrieren. Das ist jetzt ein Text, der ist in der alten griechischen Manier geschrieben. Das heißt, das ist eine Reihenfolge von Buchstaben phonetisch. Und die kann man abschreiben, wenn man das, so kann man ablesen, auch in Spanisch, wenn Sie so ein bisschen gelernt haben, wie der spanische Klang ist. Ohne zu verstehen, was es ist. So, das ist auch ein Text, nur funktioniert der. So. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Wir sagen einfach, ein Bit wird zugewiesen hier eine 0. So, und jetzt zeigen wir das Bit als Text. So, warte mal hier. Zack. Ja. So, dann haben Sie das in einer bestimmten Größe. Sie sehen jetzt, was hier passiert. Sie haben einen Header. Sie haben immer, wie ich das erzählt habe mit dem XML, Sie haben immer einen Körper. Sie haben einen Namen. Und was immer hier drin ist, das ist das Symbol, das ist die, also die Form und das ist die Struktur. Form, Struktur. So, das heißt, wir nehmen jetzt diese 0, wir lesen diese 0 als Text und wir vergrößern die auf der Größe 12. Das kommt hier raus. So, wenn wir jetzt das hier so machen, dann haben wir das Bit jetzt als Array. So, das ist sowas wie ein Pixel in einem Bild. Und das haben wir jetzt eine einzelne Lampe an. Ein einziges Pixel an. Ich werde Ihnen nachher mehr Pixel zeigen. So, das ist ein Array von Pixeln. Wir haben jetzt nur 1 da drin. Und wir machen die sehr groß. Das heißt, dieses Pixel ist jetzt so ein Rechteck. Und das Pixel ist im Moment auf 0. So, das heißt, das Bit, was hier 0 ist, kann man einmal als Zahl darstellen. Und das ist ja das gleiche Bit. Das wird jetzt einfach in einem anderen strukturellen Zusammenhang einfach ein Feld. Wenn ich das Bit jetzt auf 1 stelle, und das jetzt, dann kommt da 1. Und wenn ich das Bit jetzt hier in die anders rendere, in einen anderen Kontext setze, ist es halt schwarz, das Pixel. Ja. So wie ich jetzt zwischen Zahlen und Bildern schalten kann, kann ich in alles rendern. Ich habe letztes Mal in den Analog-Digital-Wandler gezeigt, so können Sie alles in die Physik rein und rausbringen. So. Gehen wir jetzt in Serienformen von Zahlen. Sagen wir, das ist jetzt eine, wir kennen die Turing-Maschine, das ist dieser Schreibkopf, der programmiert ist, wie der sich bewegt. Das ist ein Band mit den Nullen und Einsen und dieser Schreibmaschinenkopf, der kann lesen, was auf dem Band ist. Je nachdem, was für einen internen Status, was er im Gedächtnis hat und welche Art von Programm er hat, dreht er sich und dann macht er etwas und schiebt das Band nach vorne und nach links, liest wieder, tak, 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 tak. So ist das ist eine Turing-Maschine, die beschreibt, wie allgemein beschreibt es ein mathematisches Modell dafür, wie Computer funktionieren. Das kann ich Ihnen auch nochmal, werde ich Ihnen noch genauer erzählen, wie das geht.
So, also solche Art von Datenbändern sind das. Das kennen Sie von den CDs mit den Löchern, die auf den Kreis aufgelaufen sind. Das sind einfach diese Nullen und Einsen und das sind wirklich einfach immer nur beliebig lange Linien, die Sie überall haben. So, wir können dann fragen, ob diese gleich sind. Das ist eine wichtige Funktion. Ja? Und wir können sie in verschiedene Formen bringen. So, wir können sie jetzt als Liste darstellen. Das hier war einfach ein Text. Das hier ist ein String. Das hier ist jetzt eine Liste, mit der man die einzeln ansprechen kann, für verschiedene Formen. Oder wir machen jetzt hier solch ein Bitmuster dahin. So, das ändert an der Zahlenfolge nichts. Das hatte ich Ihnen immer erzählt, Informationen machen keinen Sinn. Und das ist radikal so. Die Nullen und Einsen sind nichts. Das Einzige, keine Bedeutung. Das Einzige, was Sie immer machen müssen, Sie müssen es in einen bedeutungsvollen Kontext bringen, ihm eine Form geben. So, die Nullen und Einsen sind das Kreisförmige. Und das kann man ja nicht sehen. Und ihr müsst es immer auf irgendeine Art und Weise ausbreiten, damit man es sehen kann. Und das können Sie in jede Form. So, Sie können auch testen hier, das ist jetzt schön mit Mathematiker, Sie können jetzt zum Beispiel dieses Ding hier nehmen, Copy, und sagen Paste, und Paste. Und jetzt fragen Sie, ist das gleich? Sind das die beiden gleichen Bilder? Dann sind die gleich. So. So, lassen Sie mich schauen, was hier passiert. Hier gehen wir jetzt her und sagen, wir haben diese Liste. Gehen Sie hier und machen wir einfach hier ein Hilfsfenster. So, wenn Sie jetzt etwas hier haben, da steht jetzt hier List, dann fragen Sie, was ist das? Das ist eine solche Sequenz von Zahlen. Jetzt können Sie hier Rotate Left, also schauen wir mal hier zum Beispiel, Rotate Left von der Liste um 1. Dann sehen Sie, was hier passiert. Der dreht sich einfach zack einen rüber. Das heißt, dieses kommt jetzt hier hinten rein und dann sind Sie in dieser Liste. Sie können das auch um 3, 1, minus 1 und so weiter. So dreht sich das Ding durch. So, und dieses hier ist, dass ich diese Funktion einmal für die ganze Liste mache. Dafür, das heißt, dieses NestList heißt, diese Funktion auf die Liste möchte ich gerne längs von Liste, können auch das hier schauen, was das ist. Längs List ist ja das hier, die Länge davon ist die Menge der Elemente, das sind 9, davon können Sie minus 1 machen, dann haben Sie 8. Und jetzt sagen Sie, diese Funktion auf diese Liste soll 8 mal passieren. Und dann möchte ich gerne, das können Sie auch hier schauen, wie das geht. Nehmen Sie das hier, Copy und Paste. Und dann sehen Sie, das ist diese geschachtelte Liste, wo das einmal, zweimal, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal gedreht ist. Und dieses Ergebnis wird jetzt, dafür ist es dieses Prozentzahl da, wird jetzt als Reihe so dargestellt. So, jetzt haben wir das nennt man Array von Bits. Es gibt Listen und Arrays. So, wenn ich jetzt ein Array-Plot mache, kriegen wir ein Bild. So, was wir vorhin halt mit Nullen und Einsen hatten als Liste, dann kriegen Sie diese Morse-Bild, diese Linie, die
getackert ist. Und wenn Sie das auf ein Array machen, das heißt eine Liste von Listen, kriegen Sie Quadratschritt. Und weil das jetzt sich nur einmal immer so rotiert, kriegen Sie jetzt dieses Muster da rein. So, weil das jetzt so ist, können wir jetzt mal hier das hier so machen. Gehen Sie hier, das ist ja R-List. Machen Sie jetzt hier, R-List ist das hier, das wollen wir nicht anzeigen, das wollen wir anzeigen in der bestimmten Größe. Und jetzt müssten wir diese Liste hier, sagen wir mal dieses Muster hier, so, wenn wir das jetzt machen, geht das hier so, und wenn ich jetzt hier eine 0 reinsetze, geht das so. Und wenn ich das damit nicht zufrieden bin, weil das nicht symmetrisch ist, geht das so. Ja? Wenn ich davon mehr haben will, geht das so. Wenn ich davon 12 haben will, geht das so. Ja? Verstehen diese Mechanik, ja? So, hier ist jetzt ein, jetzt haben wir diesen Arrayplot auf diese Liste und rotieren die jetzt um, rotieren die um eine bestimmte Zahl x und machen das dynamisch. So, jetzt zeige ich Ihnen, was das ist. Hier ist ein Slider, der wird dynamisch x von 1 bis zur Länge der R-Liste und dann, das müsste hier R-List sein, so R-List, um den, so von 1 bis zur Länge von der R-Liste in Schritten von 1. So, jetzt machen wir das hier. So, das heißt, hiermit wird x definiert, über Dynamik schwuppt das hier rein, da ist dann wieder x. Das kann zwischen den Zeilen und zwischen den Dokumenten einfach durchgehen. Dynamik heißt, die sind getunnelt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Slider mache, dreht das durch. Aber R-List müssen wir richtig machen. Okay. So. Machen wir das hier so. Was haben wir jetzt hier? Okay. Haben wir das. So, ich denke, Sie haben diese mit den Bits ungefähr jetzt so raus. Ich muss leider zu schnell machen. So, ich zeige Ihnen noch hier ein schönes Experiment. Das ist jetzt hier, wie wir das mit der 0 und 1 gemacht haben. Jetzt haben wir einen Text in der Font-Size 120, das Symbol Alpha, zeichnen das. Das ist hier. Jetzt rastern wir dieses hier. Wir machen eine Grafik von dem und rastern das. Jetzt haben Sie das gerastert in einer bestimmten Auflösung. Wir können jetzt zum Beispiel das auf die Auflösung 36 machen, dann kriegen Sie eine bessere Auflösung. 24, 12, so, 36. So, was Sie jetzt hier sehen ist, dass diese Funktion eine Grafik, das sind Vektorgrafiken, wie Sie in CAD zeichnen, auf den Pixel auf ein Bild reduzieren, in einer bestimmten Auflösung. Das heißt, was Sie jetzt im Hintergrund hier haben, sind diese Form von Zahlenreihen, die Sie hier generieren. Das, was wir jetzt hier produzieren, sind 24 mal 24 Pixel oder Zahlen von dieser Art. So, was wir jetzt tun können, ist, wir können diese Sachen hier
drehen. Das ist jetzt interessant. Um auszufinden, was da jeweils ist. Das Interessante ist jetzt, dass Sie physikalisch da haben, die Pixel. Das kann man sehen. Das A ist eine Idee. Gibt es nicht. Ist nicht da. So, das haben Sie lesen gelernt. Aber es ist nicht da. Das ist auch sehr, sehr wichtig als Unterschied. So, Sie haben das, was die Physik ist, kann alles darstellen, sobald Sie es lesen können. Das heißt, es nutzt nichts zu sagen. Dass, also das ist das Verrückte mit den Bits. Das nutzen, deswegen bin ich dann mit Capo und so weiter, all diesen Theorien. Das ist nicht positiv. Dieses Alpha, also die Bedeutung, die da drin, also das Pixel hat keine Bedeutung, weil es jeder haben kann. Und das, was wir, dass wir etwas sehen können, ist immer unser Intellekt, dass wir es reden können. Und das ist physikalisch nicht da. Wir können es nicht sehen. Wir können uns hören lernen. Das heißt, wir können aus dem Sehen übersetzen und den Klang, den Zusammenklang der Pixel verstehen. So, jetzt kann ich Ihnen das auch rotieren lassen. Jetzt haben wir hier, haben wir das rotiert und jetzt denke ich auch hier habe ich Ihnen, kann ich Ihnen das rotieren lassen. Das ist aber ein bisschen klein. So, jetzt sehen Sie, was das ist. Das ist ein Klang von Pixeln. Und dieses Alpha ist nicht da, es klingt. Sie können es nicht sehen. Sie sehen die Pixel und Sie hören das Alpha. Sprich, Sie verstehen, was Sie sehen. Aber das Alpha ist nicht da. Das finde ich enorm wichtig. Das sind immer diese Unterscheidungen, die so ein bisschen paradox sind und so weiter. Aber ohne an dieser Stelle sehr präzise nachzudenken und das sich zu überlegen, kommen Sie nicht dahinter, was Computer können. Kommen Sie auch nicht dahinter, was Sie als Mensch im Verhältnis zu diesen Maschinen eben machen können. So, machen wir einfach, sagen wir, 10 Minuten Pause. Und dann erzähle ich Ihnen, wie man Bilder faltet in Schwarz-Weiß, Graustufen und.